Leute und willkommen zu einer neuen Folge Arma 3 Epoch. Heute mit dem Domex. Hallöchen. Und dem Ralf. Stimmt doch gar nicht. Ich bin Stimmt King Karl. Nee, ich bin der Ralf. Hallo. Hallo. Der Ralf. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch wieder auf die Straße so ein bisschen hoch. Ich glaube, durch den Wald fahren im Dunkeln. Ja, was jetzt echt ätzend wird, Leute, es wird dunkel. Das heißt, ja. Kein Nachtsichtgerät. Wir haben nur unsere Lichter und that's it. That's not good. Nee, das ist nicht wirklich so der Hit. Also, wären wir beim Servertesten nicht gestorben, hätten wir 3 Stück. Das stimmt auch wieder. Aber gut, es war ein harter Kampf. Was zur Hölle. So, und zwar das Licht da links oben. Ja. Da ist eine Mauer. Was für eine Straße, ey, Alter. Ganz ehrlich, Blaze. Was denn? Wo fahren wir hier lang? Klar, ja, naja, nicht wirklich. Ach komm. Ist nicht so schwer. Dunkeln ist gut munkeln. Ja, okay, hier, ich bin auf der Straße wieder. Naja, irgendwie sowas ähnliches. So. Ja, erzählen Sie weiter, du wolltest gerade sagen. Ja, da oben hätte ich gesagt, das ist ein Stückchen vom Pushoschka weg. Ja. Und da könnte man auch ein bisschen was machen. Hätten wir einen Wald hier nebenan? Das wäre schon mal gut, das ist eine gute Ausgangslage für Ralf und seine Axt, wenn wir wieder eine haben. Ja, ich weiß, es liegt ja noch mal eine Leiche da unten rum, ja. Also. Also ich würde zu meiner noch mal hinrennen und ein bisschen gucken, dass ich da eventuell noch was kriege. Weil Blaze hat ja den bei der Scheune, sag ich mal, wo wir waren, getötet. Genau. Also im Prinzip Pustoschka wäre jetzt in Fahrtrichtung ganz kleines Stück rechts normalerweise. Ich habe schon Bergmann gesetzt. Ja genau, 1,1 Kilometer. Weißt du, was wir machen? Ich fahre dich einfach mal dahin und dann fahre ich zurück und dann laufe ich auch dahin. Ja, weil dann hast du auf jeden Fall, dahin zu laufen, ist jetzt, glaube ich, völlig nervig. Okay, Blaze? Das Schöne ist halt, was wir hier jetzt haben, wir haben halt an der Base schon Licht, ne? Ja, das ist gut. Stein, wow. Ich fahre mal so auf, also auf jeden Fall die Hälfte des Weges fahre ich mit dem Truck, okay? Ja, ja. Einmal I. Du machst das Licht eben aus gerade, damit wir uns nicht gleich sehen. So, dann gucke ich mal, dass ich da meine Leiche reinkomme und eventuell gegebenenfalls sogar auch in deine. Obwohl, das wird eher schwieriger, wenn der Typ da wieder rumdummert. Ja, ich würde schon da auch hingehen, aber ich will jetzt nicht den Helmet da einfach rumstehen lassen. Ja, klar, kann ich falsch verstehen. Also, oder sollen wir den Helmet hier parken hier oben und einfach mal hoffen, dass er nicht geklaut wird? Nee, da komm ich doch alleine hin, ist auch sicherer, da kann ich erstmal gucken. Da vorne links ist ein Gegner, direkt am Schweinestall. Moment. Links von uns am Schweinestall ist gerade einer rein. Hinter der Tür siehst du. Ah, ich seh ihn. Da ist noch einer, geil. Das sind 2. Das sind nur Fresh Spawns. Ah, das wird schwer. Ich hab nur 100 Schusswaffe. Das ist ein MG. Und die heben jetzt. Dann steigen wir da hin, Nee, das ist doch nicht unser Schweinestall. Das ist nicht der, wo wir waren. Oder? Ich hab den THG. Willst du jetzt wieder einsteigen, bitte? Ja. Danke. Nein, ich möchte nicht einsteigen. Und dann fahren wir lieber runter zum SUV und holen den erstmal. Ich hoffe, der steht noch da unten. Ich hoffe, ich habe die Markierung richtig gesetzt. So. Wäre natürlich geil, wenn ihr wirklich die Headshot irgendwie kriegen würdet. Aber die Frage ist halt jetzt auch, inwieweit wir hier noch Basebuilding betreiben können. Also es würde prinzipiell von der Helligkeit hier an der Base gehen, aber man weiß ja nie. So, Blaze, du kennst dich ein bisschen aus mit Basebuilding. Oder habe ich das falsch verstanden? Das war in Arma 2. Wir werden es alle ausprobieren heute, so ungefähr. Ja. Falsch machen können wir nichts. Okay, doch schon, so, aber... Ich suche gerade den SUV von mir, den wir hier irgendwo geparkt haben. Sagtest du nicht in deiner Mauer? Ja, ich sehe ja schon. Ich bin hier auf der Third-Person-Ansicht, deswegen solltet ihr eigentlich sehen. Oh, ich habe eine Taschenlampe und einen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist gut. Vier Ware gestanden, er ist weg. Stand hier links in der Kirche, glaube ich. Ja, aber ich sag's mal so, dafür haben wir einen zweiten Hammett. Ja, das würde ich sicherlich auch eintauschen, wenn ich die Wahl hätte. Hier müsste doch deine Leiche irgendwo sein, oder nicht hier? Direkt an der Ecke. Unsere ist, genau. Und, also unser müssen zwei geplant. Leichen sein, aber der eine war eh relativ fresh spawn auch. Ja, der hat nur ein Ding. Du lenk mich mal dahin, wo das war. Da liegt doch eine Leiche hier rechts, oder nicht? Ja, irgendwo hier, warte. Ich guck mal, hier sind wir, rechts noch ein Stückchen, würde ich sagen. Warum willst du die Leiche hier rechts nicht einfach looten, die da liegt? Oder so. Das ist meine Leiche, das bin ich. Okay, lass mich, steig du mal ein. Lass mich. Meine Leiche. Ich will sie haben. Meine Leiche, geh weg. Ich bleib trotzdem mal draußen und halt mal ein bisschen Ausschau. Okay. Hier, plack's mal raus.
Das heißt, wir haben Headshot, ja. Das ist gut. Wenn sie noch da ist. Ja, alles da, alles da. Gut. Okay, bin soweit versorgt. Gut. Ich würde eventuell dann jetzt, ich glaube, da oben war das. Oben genau, bei den doppelten Farmgebäuden. Ja, direkt da kann, in der Ecke. Ja, genau, da. In Pustoschka. Helf, ich lauf mal da hoch. Ja, mach das, ja. Ich schau mal. Schade, ich bin meine SUVs nicht mehr da, ey. Okay, ich habe einen Spieler gesehen. Und unterhalb der Kirche, also. Ich brauch mal. Warte mal kurz. Der einen Spieler. Du brauchst ja mal Ruhe, ne? Tomax. Okay, ist jetzt da versteckt. Ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Aber er lebt noch. Der Fisch zappelt noch. Magst du wieder einsteigen? Magst du deine Sachen looten? Kriegst du den oder wie machen wir? Ich habe Angst, dass er dann zurückkommt, wenn er sieht, dass ich einsteige. Der sieht mich wahrscheinlich jetzt zuerst. Er ist ja hinter der Mauer, da ist der. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die warten? Soll ich weiterfahren? Du kannst weiterfahren. Ich sag schon Bescheid, wenn ich alles Hilfe klar. brauche. Alles klar. Dann fahre ich auch wieder zurück mit der Headshot und so, ne? Ja, ja, mach du. Okay. Wo bist du? Ich glaube, der hat meine Leiche gelötet. Hat nämlich auch eine TRG in der Hand gehabt. Am Schweinestall sehe ich gerade keinen mehr. Ich bin mal über die gerade und scout ein bisschen, aber ich sehe auf Straße, wenn ich runterkomme, nichts. Ah, hier in dem Haus ist die Sau. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich hoffe, das ist nicht. Nee, schon okay, Mann. Ich beschimpfe die Gegner auch immer schon, oder? Das gibt's! Ey. Schon wieder der gleiche Typ. So. Tja, doch, was schade, Mann. Ich könnte jetzt auch nochmal vorbeikommen, aber. Nee, lass mal sein, so. Ich bin. Nee, lass es sein. Ich versteh das nicht, ey. Am besten wäre es jetzt echt, wenn Ralf, sag ich mal, vielleicht wieder herkommt. Ich bin ja, schon längst auf dem Weg zu dir. Wir haben schon gerade so, haben wir gerade schon geplant, so, dass ich Headshot mitnehme und das ganze Zeug von mir und leider Domix zurücklassen muss. Ja, das ist ja in Ordnung, das habe ich ja gesagt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der auf einmal da wieder lang gerannt kommt. Er kommt angefetzt hier. Weißt du, ich wachte ab und in dem Moment, wo ich dann loslaufe, kommt er auf einmal auch um die Ecke. So, dann können wir hier mal die Earplugs rausschmeißen. Auch wenn der Regen jetzt wieder ein bisschen lauter wird, aber wegen Schüsse und sowas. Wo ist denn hier der Eingang? Vorne und hinten. Okay. Und an der Seite gibt's noch einen. Der ging gerade nicht irgendwie. Boah, das gibt's nicht. Ich kann mich da so unfassbar drüber ärgern. Glaube ich dir. So, erstmal ein Swing am Boden und ist der Headshot. Eine andere wurde mir leider genommen. Swing? Was brauche ich? Ein Swing? Das ist die Munition für die Waffe. Ah, okay. Haha, geil. Das Zeit hat jetzt echt witzig. Doch nicht so zur Hölle fahren. Ne? So. Die Zeit Shuttle, du Quatscher, ey. Sind die besten. Ach, guck mal. Okay. Ach egal, okay, gut. Ich komme jetzt mal in eure Richtung wieder gelaufen. So weit ist da ja nicht. Inventory. Platz müsste ich ein bisschen haben. Das heißt, ich werde mir jetzt mal kurz. Wo ist denn das nächste Wäldchen? Sieht man nicht mehr. Das heißt, Oh, ich sehe gar nichts. Bei mir sieht man jetzt eine schöne Nachtwanderung. Also hier rechts sehen Sie den Wald. Ja, es wird wie gesagt Zeit, dass wir vielleicht hier, wie gesagt, so die Anfangsbase errichten. Da oben ist ein bisschen Wald. Da wir zumindest hier ein paar Sachen storen können und von da aus ein bisschen agieren können. So, ziehen wir uns mal hier die Lampe an. Auch wenn das riskant ist, hier als Glühwürmchen rumzulaufen. Wie weit ist denn der Wegpunkt bei dir, Domex? Bis zu der Stadt sind es 3 Kilometer, schätze ich, bis zu euch knapp 2,5 oder sowas. Ja, dann fahre ich nochmal mit dem Helmet los. Ach Quatsch, nein. Nee, auch aus dem Grund, weil ich hier gerade nicht viel tun kann. Es gibt nur eine Headshot. Da hole ich dich lieber ab, so. Als
dass ich hier rumhänge und gleich mache. Aber ich muss wieder durch die Wälder fahren, denn ich bin hier irgendwo im Wald am Rumlaufen, 3,1 Kilometer. Ich laufe einfach mal auf die nächste Straße. Genau. Wenn ich eine sehe. Eigentlich hätte ich mit dem Hemmet hier hochfahren müssen. Ja, ich sehe dich da vorne mit deinem Licht. Dann machen wir mal aus. Ein bisschen was sieht man noch. Ich werde gleich die Brightness noch ein bisschen hochstellen. Also ich umfahre den Wald ein bisschen, wo du gerade drin bist, ja? Damix? Okay. Ja, ich sehe deine Hexagon-Bewegung dann entsprechend. Ja, ich habe Feldweg gefunden. Den fahre ich mal entlang. Und im Prinzip ganz normal mit der linken Maustaste hier Baum fällen, ne? Ah, ja, okay. Genau. Draufschießen sozusagen. Inventory. Holzklotz mal 4. Okay, ich muss definitiv mit dem Hemmet dann hier hochfahren. Ja, wenn ich jetzt überlege, ist es vielleicht nicht schlau von mir auf ihn zu schießen. Naja, komm. Schwamm drüber, weiter geht's. Richtig, ja, ich meine, das passiert. Manchmal gehst du einfach drauf und das willst du machen und ja. Du kannst dich ärgern, wie du willst. Das Problem ist, das muss ich auch ganz ehrlich verstehen, ich bin jemand, ich kann nicht verlieren, das ist einfach so. Wer mag schon gerne verlieren, ey? Ja, ganz ehrlich. Wir wohnen hier in Epoch dran. Ja, das muss man wirklich auch mal lernen, abgeknallt zu werden und nicht den totalen Rage-Mode zu kriegen, aber es macht eigentlich am meisten Spaß, ja. Der Krat muss mich auch schon zurückhalten, so ein bisschen. Ja, musst du eigentlich nicht so, wenn du Bock hast, dann ärgere dich ruhig. So, jetzt leider mal die Brightness ein bisschen höher stellen. So, ich muss jetzt gleich bei dir sein. Ja genau, da kommt es auch hochgefahren, meine ich. Eigentlich fahre ich gerade runter, aber ja. Ja doch, hier. Achtung. Bitte einsteigen. So. Das war doch jetzt viel angenehmer, als hier den ganzen Mistweg lang zu laufen, oder? Jo, einmal bitte zur Base. Dann bitte wieder einmal meine M14 auspacken. Mit diesem Side-Chat-Talker? Ja, ach komm. Ja. Einfach ignorieren. So, schaut wieder aus. Im Übrigen ist hier auf der linken Seite vom Wald gleich so ein Jägerstand. Pass auf. Oh, fuck. Boah. Warum das gibt's doch nicht. Was ist denn passiert? Warum bist du ausgestiegen? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts gedrückt. Irgendwas musst du gemacht haben, ey. Aber vor allem, ich lebe noch. Ja, ist krass. Ne? Ich hab auch gerade überfahren, ich fahre mit dem Helmet. Nix ist. Tomix will ich auch. Tomix, der Stuntman. Ja, jetzt hätte ich jetzt ein bisschen Zeitschritt fragen, Domix, warum hast du, was wolltest du gerade damit bezwecken, müsst ihr jetzt anschauen. So, da mal kurz in diesen Jägerstand hier links reinklettern und gucken, ob da was. Oh, der Stefan ist auch so ein kleiner Scherztrische, ne? Ja, ich glaube, ich muss einfach mal hier kurz auf Spieler gehen und dann den Typen mal muten, dann sehe ich den sein Gelaber nicht mehr. Ja. Ah, jetzt, wieso kann ich nicht hochgehen? Lass mich hoch. Hoch. So, da war's doch. Die sehen noch nicht mal. Was ich im Prinzip gerne machen würde, den Hemmet hier reinfahren. Mach ich jetzt noch schnell. Ein Entfernungsmesser, so, jetzt machen wir hier die Kiste auf. Ist eine Waffenkiste gefunden, ja? Nee, nur eine normale Kiste, aber Metal Scraps, die können wir bestimmt gut gebrauchen. Yep. Und noch irgendwas zum Anziehen anscheinend. Oh, was ist denn das hier? Es ist so dunkel, ja, nur eine. Ah, gut, besser? Dankeschön. Dankeschön, ja. Sag doch, dass du Licht brauchst, Mensch. So, gut, was ist das hier? Ich stehe jetzt oben. Gib mal ein bisschen Gas, so. Hier, im Wald dran zu stehen mit Licht ist nicht so der Hit. Kannst du erstmal jetzt aussammeln und dann im Fahrzeug mal anschauen. War nicht viel. Ja, aber besser als nichts. Ja, eben. Ah, übrigens, die Repair Kits, ne? Ja. Funktionieren relativ easy. Aufgesperrtes Auto, auf Inspect, Doppelklick auf das Repairing, Use drücken und fertig. Okay, sehr cool. Habe ich vorhin zwischen der Aufnahme mal ganz kurz getestet. So, wir haben hier Holzklotz. So, Examine. Found nothing. Okay, also so schon mal nicht. Ach hier, Lumberpack. Ah. Doppelklick, ne? Oder unten craften dann. Quantity.
Brauchen wir eh ein paar, machen wir mal 10. Craft. In der Ego-Perspektive. Was, craftet er das instant? Ja. Yep. Oh, das wäre awesome. Ja, ich glaube schon. Er, ja. Nicht schlecht, so. Und da können wir jetzt draus bauen, ein Tipi. Der ein Tipi ist ein gutes Lager. Kannst du aber nicht, ein Tipi kannst du noch nicht bauen, weil dir das Leder fehlt von diesen Zombie-Typen. Ah, ich sehe es gerade. Oh, das Crafting-System ist ja sowas von einfach hier. Mit Anzeige. Nice. Hm, hat sich schon ein bisschen was zum Positiven entwickelt. Aber ich kenne es von Arma 2, nicht von Epo, von daher. Arma 2 ist absolut. Ja. Horror? Ja. Okay. So, wir kommen wieder zurück. Wir sind wieder da. Ja, ich höre es. Nein. Familie ist zu Hause. So, Mutti ist da. Jetzt gibt es erstmal fein was zu essen. Tomex macht zu einer Waffe manchmal. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch normales Holz? Nope. So, jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Doppelklicken. Wir können hier eine Wall bauen. Okay. Das ist aber noch eine unbenutzte. Ich möchte jetzt einfach mal gucken. Das ist quasi nur der. Ach Gott, hier. Von der Wand der Rahmen. Ich craft jetzt da mal einen. Genau. Um das später zu sichern, brauchen wir diesen Jammer. Und da brauchen wir Electronic Parts ach Gott, ich müsste selber nochmal nachschauen. Aber da brauchen wir also ein bisschen Electronic mehr. Parts haben wir. Sehr gut. Metal Scrap habe ich hier. Das ist auch wichtig dafür. Und Holz. Das haben wir schon geschafft. Jetzt möchte ich mal da vorne den Haupteingang. Das müsste der sein. Einen geilen Parkplatz haben wir übrigens auch für den Hammett. Ich habe ihn gerade reingestellt. Okay, ja. Cool. Wie öffnet man das Crafting-Menü? Geht das irgendwie Doppelklick. Unten oder was? Du musst es dann erstmal in der Hand haben. Aber mach das bitte nicht hier drin. So. Okay. Super. Also wenn wir einmal die Wall, Doppelklick, Bild. Ich klicke jetzt einmal mal drauf. Ah, okay. So, machen wir die mal hier hin. Hier vorne, wenn mal ganz zu ist, ist es ja egal. Ja, du musst aber mal gucken wegen dem Boden. Du siehst gerade, das backt ein bisschen rum. Es kann sein, dass hier umfällt. Weil der Boden nicht gerade ist. Die Frage ist, wie placed man das jetzt? Leertaste ist es nicht. Linke Maustaste vielleicht? Nö, das ist Zoom und rechte. Wenn ich drauf so 100 Pro, dann lasse ich ihn schusslos. Will ich aber nicht. Nee, mit der rechten schießt du nicht. Mit der linken meine ich. Achso. Ich probiere es mal. Ah, okay. Du hast geschossen. Ja. Ich glaube, Bildmenü 1, 2, 3, Placen 1, irgendeine Zahl war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, 1, Build Mode Activated. Und jetzt siehst du ja so einen Kreis. Hey, disabled? Du siehst jetzt so einen Kreis hier dran, oder? Der irgendwo in der Luft rumschwebt, oder? Kann das sein? Ja, der wird weniger. Genau, und das ist jetzt der Place Mode. In der Zeit kannst du noch versetzen, falls du damit unzufrieden bist. Der Schuss nervt mich halt jetzt, ne? Der ist halt recht laut gewesen. Ja, so Comics steht hier in Unterwäsche rum. Das ist genauso schlimm. Wall jetzt dann upgraden können. Gucken wir mal. Ist das jetzt geplaced? Ah! Good job, man. Good job. So, und wie kann ich die jetzt quasi upgraden? Das weiß ich leider auch nicht mehr. Wie gesagt, wir müssen unbedingt mal mit Tauta aufnehmen. Der macht dann so eine Bildstunde mit uns, um das nochmal alles zu erklären. Ich habe es leider auch schon lange nicht mehr gemacht. So, ich bin da auch ein bisschen noobig. Ich hatte mal ein Tutorial gemacht. Tree. Aber leider das selber nicht wirklich. Snapter. Ich muss selber immer alles Tutorial mal wieder gucken. Hier gibt's Snap-Tool anscheinend. Das ist ja geil. Aber normalerweise müsste man das Ding jetzt irgendwie upgraden können, denke ich mal. Aber dann muss ich 100 Pro. Ach, warte mal. So, damals hier ist so eine taktische Weste ganz in der Ecke von der Scheune. Oh ja, das wäre gut. Ach, der Blaze, unser Heimwerker. Ganz hinten in der Ecke an der Kiste, wenn du in die Ecke dich setzt und I drückst. Okay, danke schön. Bitte, bitte. Das ist der Floor. Okay, ich bräuchte aber jetzt eigentlich, gibt es hier auch statt Lumber Packs dieses Plywood? Das habe ich noch nicht gehört. Plywood, warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich mache das jetzt ganz einfach, ich habe zweiten Rechner an. Ich hocke mich jetzt mal hier ganz kurz in die Ecke, nehme hier kurz den Loot mit. Okay, die ganze Zeit spawnt. Purple Nurple! Nice! Meins. Im Übrigen, Leute, wir werden jetzt hier noch ein bisschen vor uns hin basteln und auch dann mal gucken, dass wir in der nächsten Folge vielleicht hier auch am Tag wieder aufnehmen. Hoffen, dass nach dem Service da diese Fahrzeuge noch da sind, was ich aber leider bezweifle. Würde mich aber dann verabschieden für diese Folge. Epoch bei Nacht. Blaze hat eine Mauer gebaut, also wir sind schon ultra krass unterwegs, wie ihr merkt. Und ja,
Das wär's dann von mir gewesen. Jo, denk immer dran, Blaze, der beste Heimwerker. Definitiv. Nicht wirklich. Bis dann. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao.